Hallo Leute und herzlich willkommen zur Praxislektion von Virtual DJ. Virtual DJ ist wahrscheinlich das verbreiteste DJ-Programm von allen. Ist auch leider etwas verschrien, dass es vor allem von Anfängern genutzt wird. Das ist natürlich insofern richtig, dass es eine extrem umfangreiche Testversion hat und eben vor allem auch kostenlos dann genutzt werden kann. Deswegen benutzen es natürlich viele, die in Anführungszeichen jetzt ja Anfänger sind und keine Ahnung haben, weil man ja auch nichts zu verlieren hat. Und der Virtual DJ ist sehr präsent, deswegen klar ist das dann die erste Anlaufstelle. Aber es hat extrem viele Funktionen mit an Bord und auch gerade die bezahlten Versionen bieten nochmal einige coole Features. Und deswegen hat es natürlich einiges auf dem Kasten und insofern schauen wir doch direkt rein. Wenn ihr Virtual DJ aufmacht, dann sieht das Ganze im Prinzip so aus, noch relativ leer und grau. Und wir schauen uns jetzt wie immer zuerst mal das allgemeine Layout an. Also ihr habt hier unten die Mediatheken und die Baumansicht. Dann habt ihr hier die Decks, die Track Decks. Hier in der Mitte noch den Mixer und andere allgemeine Funktionen, zu denen wir später noch kommen. Und hier oben werden dann die Wellenformen angezeigt. Also das eben mal ganz grob. Ihr könnt das Layout dann noch anpassen. Ihr könnt sagen, ihr hättet gerne 4 Decks zum Beispiel oder sogar bis zu 6. Das heißt, hier müsst ihr dann immer switchen. Ihr werdet 2 groß angezeigt bekommen und je nachdem, welches ihr hier dann auswählt, wird das jeweilige hier oben dargestellt. Ihr könnt auch noch in den Tablet-Mode wechseln, dann ist das Ganze noch ein bisschen cleaner und sind eben diese klassischen Buttons, die man vom Tablet so kennt. Wir bleiben aber jetzt mal im 2-Deck-Mode und wenn wir jetzt hier einfach mal ein paar Tracks reinladen, ihr seht schon, iTunes ist wieder ganz klassisch eingebettet, dazu aber später mehr. Dann wird es hier auf einmal bunt und es fängt an zu blinken. Das ist erstmal unwichtig. Wir kümmern uns jetzt hier nochmal um das Layout. Und zwar könnt ihr dann hier noch einstellen, wie ihr die Wellenform gerne dargestellt haben möchtet. Ihr könnt das Ganze gespiegelt haben, denn so ist ja im Prinzip auch die reale Darstellung eines Tracks. Also so ist er in Wirklichkeit, denn die Audiowellen im Prinzip gehen ja über die ganze Kurve. Das ist ja eine Amplitude und keine durchgeschnittenen kleinen Ausschläge oder so. Also das wäre im Prinzip die reale Variante, braucht aber auch mehr Platz. Und ihr könnt dann hier noch einstellen, dass ihr die beiden Wellenformen untereinander dargestellt haben möchtet. Ist insofern übersichtlicher, dass die zwei sich ja nicht überlagern, aber wenn ihr zum Beispiel auf den Schlag genau das sehen wollt, auch dass sie exakt aufeinander liegen, eben dann müsst ihr die auch übereinander legen. Probiert es einfach aus, wie es für euch am besten ist. Ja, hier oben bekommt ihr angezeigt, in welchem Beat ihr sozusagen gerade seid. Wenn wir hier mal auf Play gehen, dann seht ihr schon, immer 4 Beats sind natürlich ein Takt. Und hier zählt er die Beats auch schön mit. Wichtig ist natürlich, dass die beiden Kästchen hier im Prinzip immer synchron miteinander weiter hüpfen. Aber noch besser wäre es, wenn sie im Prinzip übereinander weiter hüpfen. Denn das bedeutet, dass der Downbeat vom einen Track auch gleich auf ist mit dem Downbeat vom anderen Track. Der Downbeat ist nämlich immer der erste Schlag eines Tracks im Takt. Das sieht man auch hier zum Beispiel, wenn wir jetzt hier noch weiter reinzoomen, dann haben wir hier Kästchen, die sind im Prinzip größer und andere Kästchen, die sind kleiner. Das bedeutet, dass eben das hier der Downbeat ist und die restlichen 3 sind die normalen Taktschläge im Prinzip. Wenn wir hier jetzt nochmal gerade die Ansicht wechseln in die überlappende Variante oder eben zum Beispiel auch hier wieder in die geteilte, dann sieht man das Ganze nochmal ein bisschen besser, denn hier habt ihr solche Kästchen sozusagen und die einen Kästchen sind eben mehr oder weniger quadratisch und die anderen sind langgezogen, im Prinzip ein bisschen auslaufend. Das ist eben immer der Downbeat. Genau. Und hier eben, das ist dann die Anzeige einfach vom anderen Track. Und wichtig ist natürlich, dass Virtual DJ extrem variabel ist. Es gibt unfassbar viele Skins auf der Welt, haben auch viele Privatleute gemacht oder eben Firmen, die das Ganze dann an ihren Controller angeglichen haben. Das ist jetzt die
Standardversion, sozusagen die Standardoberfläche, und wir haben euch die Standardmöglichkeiten gezeigt, das Ganze ein bisschen umzustellen. Aber da ist im Prinzip nach oben alles offen und ihr könnt jetzt sogar einzelne Buttons selber noch irgendwo rein mappen, wo ihr sie gerne hättet. Das würde hier logischerweise den Rahmen sprengen. Also im Prinzip ganz wichtig, dass ihr hier noch unfassbar viel machen könnt, und macht euch da mal schlau, was euch am besten gefällt. Genau, jetzt kommen wir dann einfach mal zum nächsten Thema, und zwar der Mediathek. Und zwar haben wir hier ganz klassisch eben die Mediathek angezeigt, die klassische Spaltenstruktur, wie man sie auch aus anderen Programmen kennt, hier noch mit der Coverart, hier zum Suchen und die Info der Anzahl der Dateien. Auf der linken Seite haben wir dann noch die Baumstruktur, das heißt eben hier können wir dann das Ganze ja ordnen, und Virtual DJ unterteilt es zum einen in die lokale Musik, als auch in die Online-Musik, als auch in Listen und Empfehlungen, und dann gibt es hier unten noch die Filterordner. Ja, wir schauen uns das Ganze mal nacheinander an. Funktioniert im Prinzip wie im Explorer, eben mit Minus und Plus, dass ihr das Ganze ausklappt. Ja, hier bei Musik, da seht ihr schon, kann Virtual DJ auf andere DJ-Programme zugreifen. Das ist sehr cool. Also hier funktioniert die Integration sehr gut. Eben iTunes gibt es genauso. Pioneer DJ, Mixvibes, DJ Pro, Serato, alles, was wir eben so installiert haben. Also das ist auf jeden Fall sehr cool, dass Virtual DJ darauf zugreifen kann. Alternativ gibt es hier noch Movies, also greift auf eure Filmordner, auf die typischen zu. Außerdem gibt es hier die Festplatte, natürlich ganz klassisch, selbsterklärend. Den Desktop genauso. Und Crates, das sind die Crates von Serato. Eben hier könnt ihr nochmal ganz gezielt auf die Crates, die ihr in dem Programm erstellt habt, zugreifen. Das ist auch sehr cool. Genauso wie bei Traktor. Hier könnt ihr dann auch auf eure Playlisten, die ihr dort angelegt habt, zurückgreifen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und wir haben hier natürlich noch iTunes, habt ihr gerade eben schon gesehen. Auch wieder hier entweder unsere ganze Mediathek oder eben nach den Playlisten, wie wir sie erstellt haben. Ja, dann haben wir noch Online-Musik. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt für Virtual DJ. Denn Virtual DJ arbeitet auch noch mit iDJ Pool zusammen. Großer DJ Pool, den wahrscheinlich die Hip-Hop-DJs unter euch schon kennen werden. Dann gibt es noch VJ Pro, da könnt ihr euch Videomaterial besorgen. Bei Digitrax bekommt ihr dann noch Karaoke. Dieser, ein ganz großer Streaming-Anbieter, da habt ihr natürlich dann auch Zugriff auf eine unfassbar riesige Mediathek. Und natürlich braucht ihr für die ganzen Anbieter einen Account, ist ganz logisch. Aber insofern ihr eh schon einen habt, perfekt, könnt ihr euch gerade anmelden und einbinden. Insofern ihr noch keinen habt, müsst ihr halt überlegen, ob es sich für euch lohnt oder nicht. Aber die Möglichkeit ist da, und das ist schon mal viel wert. Die Möglichkeit, Streaming zu benutzen, ist hier eben nur zum persönlichen, privaten Gebrauch empfohlen, weil die rechtliche Lage gerade mit der GEMA, eben mit der Lizenzierung, nicht ganz geklärt ist, ob man damit öffentlich auflegen kann. Ja, ist noch ein bisschen schwierig. Außerdem habt ihr hier den Offline-Cache, eben wenn ihr Sachen runterladet, dass ihr die eben auch offline benutzen könnt, dass ihr nicht dauerhaft eine Internetverbindung braucht. Dann gibt es noch Listen und Empfehlungen. Eben Playlisten, haben wir mal hier eine Beispiel-Playlist erstellt und was reingezogen. Könnt ihr eben einfach per Rechtsklick eine neue erstellen. Unterordner ist alles selbsterklärend. Und dann zum Beispiel auch noch die Sidelist, dazu kommen wir gleich noch. Die verbirgt sich hier auf der rechten Seite. Dann die History, auch klar, was ihr eben die letzten Male, als ihr das Programm benutzt habt, so gespielt habt. Und ihr könnt das Ganze sogar zum Beispiel exportieren. Das heißt, wenn euch mal ein Set sehr gut gefallen hat, dann könnt ihr das Ganze auch rausziehen. Und Cloudlisten funktioniert so, dass ihr einen Account bei Virtual DJ ja habt, wenn ihr euch eine Lizenz holt. Und dann könnt ihr auch dort eine virtuelle Liste erstellen und die dann zur Verfügung stellen. Das könnt ihr jetzt hier im Programm nicht direkt machen, sondern eben das müsst ihr online machen, und dann greift das Programm aber darauf zurück. Bei Genius DJ werden euch Empfehlungen angezeigt, wie ihr hier schon sehen könnt. Das heißt, wenn wir jetzt hier einfach mal was reinziehen, dann bekommt ihr hier schon ruckzuck die ganzen Infos, was passt da denn gut zusammen.
Und Ask the DJ ist auch ein sehr cooler Service, den sonst kein Programm im Angebot hat. Denn hier können sich Gäste zum Beispiel bei Ask the DJ einloggen sozusagen und ihre Musikwünsche abgeben. Und die tauchen dann hier in dieser Playlist, nennen wir sie jetzt mal, auf. Auch sehr, sehr cool. Ja, dann gibt es auch noch den Sampler. Wenn wir hier reinklicken, werden mal die Standard-Samples von Virtual DJ angezeigt. Könnt ihr halt entscheiden, ob ihr damit euer DJ-Set noch würzen möchtet. Und darüber hinaus gibt es auch zum Beispiel noch Instruments. Ihr merkt schon, die synchronisieren sich automatisch gegenseitig. Und das ist natürlich sehr easy, sehr einfach. Könnt ihr einfach ausprobieren, ob ihr das Ganze noch sinnvoll einbinden könnt. Natürlich solltet ihr nicht einfach auf Zwang jetzt irgendwelche Samples die ganze Zeit abfeuern und eure Gäste damit nerven. Ja, ihr könnt eben auch noch selbst Samplebänke anlegen, wenn ihr hier Material habt. Und insofern gibt es da einige Möglichkeiten. Genau. Gehen wir jetzt nochmal zu den Filterordnern. Das ist auch eine sehr coole Möglichkeit. Hier könnt ihr im Prinzip dann Regeln festlegen, anhand derer Virtual DJ eure Mediathek durchforsten soll. Wir fügen den hier hinzu. Und dann sagen wir zum Beispiel, wir möchten nur von einem bestimmten Artist oder von einem bestimmten Album oder auch in der BPM-Range nur bestimmte Tracks ausgespuckt bekommen. Und dann könnt ihr hier eben noch sagen, wo er das Ganze herholen soll. Hier habt ihr zum Beispiel auch schon mal ein Beispiel von Virtual DJ vorgegeben. Und wir sagen jetzt einfach mal, wir hätten gerne Tracks mit einer bestimmten BPM und die soll gleich 128 sein. Und zack, seht ihr ja schon, dass hier das Ganze ausgespuckt wird. Ja, außerdem habt ihr dann noch die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel hier einfach einen Ordner zurückgeht. Ist eine kleine Funktion. Ihr könnt hier noch dann virtuelle Ordner erstellen und hier dann Favoritenordner hinzufügen. Ihr habt ja auch immer hier eine kleine Erklärung. Sehr einfach. Dann könnt ihr natürlich auch noch hier die Schriftgröße verändern. Und habt hier noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Immer, wenn ihr hier diesen kleinen Kreis habt, sozusagen diesen kleinen Punktknopf, dann verbergen sich dort weitere Einstellungen dahinter. Das Ganze haben wir natürlich auch zum Beispiel hier oder hier, 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 hier. Also immer dort verbergen sich noch weitere Informationen. Kommen wir mal dann zur Info. Wenn ihr hier zum Beispiel jetzt einen Track auswählt, dann bekommt ihr hier noch weitere Infos über diesen Track. Könnt ihr dann auch noch selber einstellen, zum Beispiel, ihr findet ihn sehr cool, kriegt da 5 Sterne oder auch keine. Und habt dann auch direkt schon den Player hier, die Vorhörfunktion. Das heißt, wenn ihr dieses Lied ausgewählt habt, drückt ihr einfach auf Play. Und könnt dann direkt schon drin rum skippen und eben die Tracks vorhören. Kommen wir dann jetzt zu den Decks. Das ist im Prinzip das Herzstück des Programms und gehen die ganzen Funktionen mal durch. Ihr habt hier zu der Darstellung hier oben nochmal hier eine kleinere Darstellung der Wellenform. Bekommt dann hier eben ein paar Infos über den Track, wie lang ist er, wie viel Zeit verbleibt noch. Das geht hier dann eben immer mit. Außerdem bekommt ihr Infos wie die BPM, die Tonhöhe und könnt das Ganze dann noch festlegen, insofern sich das Programm vertan hat bei der Analyse und könnt es händisch festlegen. Und dann haben wir hier den Pitch Fader. Wir haben hier ganz klassisch Cue, das heißt, wir springen dann wieder zum letzten Cue-Punkt zurück. Zack. Wir können hier auf Stopp klicken. Dann kommen wir wieder ganz an den Anfang. Play, selbsterklärend, Sync eben synchronisieren. Und ihr könnt auch spaßeshalber hier auf dem Plattenteller rumscratchen. Ob das jetzt so praktikabel ist, sei mal dahingestellt. Hier habt ihr dann noch die Möglichkeit, Timecode zu aktivieren. Und hier wird es dann auch nochmal sehr interessant, denn
Hier haben wir die Loop-Sektion. Das heißt, hier könnt ihr eben In und Out setzen. Ihr könnt dann das hintere Ende zum Beispiel noch weiter zurückziehen. Ihr könnt das andere Ende weiter vorschieben. Ihr könnt den ganzen Loop einfach verschieben. Und hier könnt ihr natürlich die Größe auch noch festlegen, wenn ihr eine Standardlänge wollt. Da kommt dann auch hier diese Funktion, soll der Loop nach vorne oder nach hinten gesetzt werden. Und dann gibt es hier noch die Effekte. Hier könnt ihr einige auswählen und startet die einfach, indem ihr draufklickt. Ihr könnt jetzt hier mal das Echo zum Beispiel auswählen und könnt ihr natürlich so rumspielen. Wenn ihr auf Plus drückt, dann bekommt ihr hier noch dieses Ausklappmenü. Hier könnt ihr dann noch weitere Parameter beeinflussen, dass das Ganze noch genauer wird. Das müsst ihr dann eben für euch entscheiden, wie genau ihr das haben möchtet. Und dann habt ihr hier unten die Pads und da wird es blöd gesagt richtig komplex, denn hier habt ihr extrem viele Möglichkeiten, die ihr auswählen könnt. Bei Custom, wie der Name schon sagt, könnt ihr eben selbst festlegen, was auf diesen Button drauf soll. Wir öffnen mal den Pad-Seiten-Editor. Hier könnt ihr dann sagen, welches Pad ihr haben möchtet. Könnt dann sagen, was für eine Kategorie soll es sein. Soll zum Beispiel ein Cue-Punkt gesetzt werden. Und dann könnt ihr das so festlegen. Jetzt ist die Funktion da. Ja, außerdem könnt ihr einen Cue-Loop setzen. Auch selbsterklärend eben mit der Loop-Funktion hier oben. Dann habt ihr den Slicer. Hier seht ihr schon, der läuft sozusagen mit eurem Track mit und ihr könnt dann hier die einzelnen Parts sozusagen, die einzelnen Schnipsel, deswegen auch Slicer, des Tracks auswählen und klicken. Dabei läuft der normale Track eben auch weiter. Beim Sampler habt ihr dann hier die Möglichkeit, die Samples abzufeuern. Das ist ähnlich zu dem hier. Ihr habt dann eben die Möglichkeit, derartige Samples hier reinzuladen. Und könnt ihr dann eben so abfeuern. Könnt ihr auch eben sehr individuell gestalten. Ihr habt die Hot Cues. Das heißt eben, ihr setzt dann Punkte, die für euch sehr interessant sind. Und könnt dann immer wieder zu denen zurückspringen. Ihr habt den Beat Jump. Ist natürlich auch vom Namen her selbsterklärend, denn ihr könnt hier durch den Beat jumpen, also im Lied rumspringen, ist aber ganz platt gesagt. Ihr seht schon, je nachdem wie groß ich die Range hier auswähle, springt ihr entweder einen Schlag oder acht Schläge. Dann könnt ihr wieder Loops aktivieren. Hier sind schon eben vorgefertigte Längen sozusagen und könnt es direkt klicken, geht los und wird wieder losgelassen. Ihr könnt Loop Roll wählen, das heißt eben bei Roll immer, dass der Track an sich noch weiterläuft. Bei der Funktion 1 vorher gerade war der Track ja sozusagen angehalten, in diesem Loop gefangen. Bei Roll läuft es eben weiter. Ihr seht es jetzt hier. Hier wandert ja auch dann der blaue Balken immer weiter zurück, aber der Track an sich läuft weiter. Dann haben wir noch Saved Loops, das heißt eben, wenn ihr einen Loop gespeichert habt, dann könnt ihr den dort rein platzieren, ist auch wieder selbsterklärend. Und wenn ihr den dann aktiviert, dann seid ihr wieder in dem Loop drinne. So, dann haben wir noch Manual Loop. Hier habt ihr dann noch mehr Funktionen. Ihr könnt eben wieder sagen In-Out, ähnlich wie hier. Ihr könnt sagen, verdoppel mir den oder halbier ihn mir. Move, also bewege den Loop. Also hier habt ihr nochmal mehr Funktionen. Außerdem habt ihr Remix Points, die ihr setzen könnt.
Das heißt, das sind im Prinzip auch wieder Cue-Punkte, die aber zum Remixen gedacht sind, blöd gesagt. Das heißt, ihr könnt auch wieder zwischen denen rumspringen und sie euch auch im Sample-Pad hier anzeigen lassen. Ihr habt dann außerdem die Möglichkeit, über Key-Q die Tonhöhe des Tracks zu verändern. Eben immer genau an der Stelle dieses Cue-Punktes und DMX, auch eine Funktion, die nicht jedes DJ-Programm mit an Bord hat, heißt, ihr könnt eure Lichtanlage steuern. Vor allem für Mobile-DJs sehr interessant. Hier eben Blackout, alle Lichter aus, Strobo und so weiter. Das müsst ihr dann halt mit eurem Lichtprogramm dann noch mappen und synchronisieren. Aber auf jeden Fall auch cool, dass es hier schon direkt mit eingebunden ist. Ja, außerdem noch eine coole Funktion, die ich sonst auch noch nirgendwo gesehen habe, ist eben die Scratches. Das heißt, hier hat Virtual DJ schon die Theorie sozusagen, die hinter einem Baby Scratch zum Beispiel steht, in dem Programm implementiert. Und dann nimmt Virtual DJ euren Song und führt diese Scratch-Routines aus, wenn ihr den Button aktiviert. Wir zeigen euch das jetzt mal. Ja, ihr seht schon eben, das gleicht er an den Track an, an die Geschwindigkeit, an die Art des Tracks und so weiter. Insofern ihr selber scratchen könnt, ist natürlich mehr Entertainment, wenn ihr es selber auch durchführt. Aber eben für alle, die es nicht können und ihre Tracks ein bisschen aufwerten möchten, ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Bei dem Track hier ist vielleicht auch nicht die beste Variante. Ja, wir haben jetzt hier nochmal einen anderen Track reingeladen, damit ihr das noch mal ein bisschen besser seht, weil bei einem elektronischen Track ist natürlich ein bisschen platt. Ja, ihr seht eben, Virtual DJ führt dann für euch die Scratch Moves aus und das funktioniert eben sehr easy und cool. Ja, das war es im Prinzip zu den Decks hier. Ihr könnt jetzt zum Beispiel hier auch noch den Key dann individuell anpassen, wie ihr möchtet. Aber das sind eben noch kleine Extra-Funktionen. Das Ganze ist natürlich hier gespiegelt. Das heißt, es kommt dann aufs selbe raus. Wenn ihr hier noch A oder B klickt, wird der jeweilige Track gehighlightet sozusagen. Und wenn ihr hier noch in der Wellenform rumzoomt, dann verändert sich die Ansicht, logisch. Bei D kommt ihr zur Standardansicht zurück. Bei S könnt ihr hier das Saven sichern. Und wenn ihr jetzt in einer anderen Ansicht seid, zum Beispiel in der hier, drückt ihr auf R, dann kommt ihr dahin zurück. Ja, auf der rechten Seite hier haben wir dann noch den Side View. Das heißt, hier habt ihr noch extra Funktionen. In erster Linie hier die Sidelist. Die hat man ja hier auch schon gesehen zum Beispiel. Das heißt, die Sidelist ist im Prinzip eine Liste, bei der ihr einfach Tracks reinziehen könnt, die ihr euch mal merken möchtet. Vielleicht kommt jemand mit einem Liedwunsch an oder ihr habt eine Idee, ja, den Track möchte ich später nochmal spielen. Dann ab in die Sidelist, ist eben keine richtige Playlist, sondern eher ja, wie so ein Notizzettel, eine Erinnerung. Sehr einfach, sehr cool zu bedienen. Und dann kommen wir auch schon zum Sample Deck, sozusagen zu den Sample Pads. Die habt ihr ja hier zum Beispiel auch schon gesehen. Das ist im Prinzip einfach gespiegelt. Könnt ihr hier noch wechseln, Instrumente, Videos, Famous, Audio und so weiter. Einfach draufklicken und abfeuern. Außerdem gibt es dann noch den Automix, den Autoplayer. Wenn ihr jetzt eben hier ein paar Tracks am Spielen habt und ein paar Tracks in die Playlist reingezogen habt, dann klickt ihr einfach nur noch auf diesen grünen Button hier und der legt im Prinzip von alleine los. Wir haben jetzt hier die Einstellung intelligent und ihr seht schon hier hinten diese weißen Striche.
Hier sind ja jetzt auch zwei Decks in einem Track Deck, anstatt hier nur noch einer. Insofern ist jetzt der Automix scharf gestellt und er macht den Rest von alleine. Jetzt hat er das Deck gewechselt, jetzt sind hier zwei. Und er geht wieder zurück und so weiter und so fort, eben so lange, bis die Tracks leer sind. Ja, außerdem habt ihr dann hier noch die Möglichkeit, eben euch Karaoke-Titel anzeigen zu lassen. Und ihr könnt zum Beispiel auch eine Playlist hier rüber spiegeln. Zum Beispiel, wenn wir jetzt eben hier Hip-Hop offen haben, spiegeln wir Hip-Hop mal hier rüber und haben hier jetzt zum Beispiel aber elektronische Musik noch offen. Ja. Wenn ihr eben noch mehr Auswahl haben möchtet, wenn ihr noch mehr sehen möchtet sozusagen, dann könnt ihr die auch noch rüberspiegeln. Dann habt ihr zwei Mediatheken gleichzeitig offen. Ist auch ein sehr, sehr cooles Feature auf jeden Fall. Ja, kommen wir jetzt dann noch zur mittleren Sektion hier. Wir haben hier noch den Mixer zum Beispiel. Ganz klassisch einfach, wie man es kennt. Höhen, Mitten, Tiefen, als auch zum Beispiel ein Filter. Und zum Beispiel hier auch noch dann den Gain, also die Lautstärke des Decks, der Line Fader, die Vorhörfunktion, der Crossfader, die Lautstärke einfach und das Ganze auch wieder gespiegelt, also kommt dann wieder aufs selbe hinaus. Dann zu Video kommen wir gleich noch, zu Scratch auch. Wir haben dann hier noch den Master Output, das heißt eben, wir können die Master Lautstärke noch festlegen und können hier zum Beispiel sogar auch noch einen Master-Effekt legen, also einen Effekt, der auf den gesamten Output wirkt, der aus dem Programm rauskommt sozusagen. Und außerdem können wir das Ganze hier auch noch aufnehmen, wenn wir möchten. Wir können sagen, eben, wo soll das Ganze hin, in welchem Dateiformat, können die Aufnahme starten oder zum Beispiel auch broadcasten. Dazu dann auch gleich in den Einstellungen noch Näheres. Ja, das im Prinzip zum Mixer schnell erklärt. Ja, dann können wir auch schon zu den Spezialfunktionen von Virtual DJ kommen. Davon hat Virtual DJ einige und deswegen starten wir direkt los. Also was sehr Spannendes, was auch noch nicht so lange gibt, ist die Sandbox. Die befindet sich hier an dieser Stelle. Und was die kann, das zeige ich euch jetzt mal kurz in der Praxis. So, ihr seht also, wir haben den Track angehalten, hier bewegt sich nicht mehr, hier auch nicht, aber der Track läuft weiter. Okay, was bringt euch das Ganze? Selbst auch wenn ich hier die Fader hoch und runter mache, dann passiert gar nichts, aber ich habe jetzt wieder auf Sandbox geklickt und der Track ist wieder zurückgesprungen an die Stelle, an der er in der Sandbox sozusagen war. So, was bringt das Ganze? Das ist im Prinzip eine sehr, sehr clevere Funktion, denn eventuell habt ihr zum Beispiel einen Track, wo ihr nicht ganz wisst, ob der vom Übergang her gut passt oder nicht. Und dafür könnt ihr die Sandbox wunderbar verwenden. Denn in die Sandbox könnt ihr eben den Track, der aktuell gespielt wird, reinladen. Er läuft dort weiter, ist unbeeinflusst von allem, was ihr sonst so tut. Ihr könnt dann eben zwischen zwei Decks zum Beispiel den Übergang mal auf den Kopfhörern üben. Ihr könnt da viel rumspielen. Außerdem habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ihr nicht ganz wisst, wie ein Track zu Ende geht. Also ihr wisst vielleicht nicht ganz, wie sich das Outro anhört, ob deswegen vielleicht ein cooler Übergang mit einem anderen Track möglich ist, dann könnt ihr eben auch wieder den Track in die Sandbox laden. Ihr könnt im Track rumskippen ans Ende, ihr könnt den Übergang üben und so weiter und so fort. Alles unbeeinflusst und dann ladet ihr das Ganze wieder zurück und es ist alles wieder so, als hättet ihr nichts gemacht sozusagen. Deswegen die Sandbox auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Feature. Ja, außerdem
habt ihr hier noch die Möglichkeit, die Scratch-Einstellung vorzunehmen. Das heißt eben, ihr seht hier, läuft die Wellenform durch. Ihr könnt dann das Deck einfach klonen zum Beispiel. Ihr könnt aber auch eben einen anderen Track draufziehen und dann könnt ihr sagen Slip. Das heißt, die Änderungen eben im Track sind nur temporär. Ich kann jetzt zum Beispiel hier mal zurückdrehen, aber der Track springt eben wieder dahin, wo er im Prinzip gewesen wäre, wenn er normal weitergelaufen wäre und ich nichts gemacht hätte. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, scroll zurück, jetzt kommt gerade der Break und zack, sind wir in Anführungszeichen schon mitten im Break. Also er geht nicht von dem Punkt los, zu dem ich zum Beispiel jetzt hier gerade zurückgescrollt habe. So, bei Beatlock ist das Ganze so, wenn jetzt hier beide Tracks laufen, die eben synchronisiert sind, dann kann ich hier irgendwelche Faxen machen, kann das Rad einfach irgendwie wieder loslassen, aber die Tracks werden immer wieder zurück synchronisiert. Wenn der Beatlock aus ist, dann passiert das Ganze nicht mehr und die Tracks laufen im Prinzip aus dem Raster. Das seht ihr auch hier oben. Jetzt sind die Kästchen nicht mehr übereinander. Und wenn wir den Beatlock anmachen und die Tracks ja richtig synchronisiert sind, dann kann ich hier Quatsch machen und zack, sind sie wieder zurück synchronisiert. Dann Mute Reverse ist, dass wenn ich eben zurück scrolle, zum Beispiel oder bei Scratch Moves eben die Bewegung zurück mache, dass diese Geräusche dann nicht zu hören sind, sondern nur die, die nach vorne gehen. Also auf jeden Fall auch sehr coole Features, die ihr hier wunderbar anwenden könnt. Könnt noch rein rauszoomen und das war es dann auch schon mit dem Scratch Deck. Ja, außerdem können wir jetzt hier zur Videofunktion kommen, denn Virtual DJ unterstützt auch das VJing. Also ihr könnt eure musikalische Performance auch durch eine Videoperformance untermalen. Dazu habt ihr hier dann eine kleine Preview zum Beispiel. Ihr könnt aber auch sagen, wollt ihr das Ganze Fullscreen auf einem anderen Display haben, möchtet ihr das Ganze windowed, also eben als kleines Extra-Fenster oder eben Preview-only, hier in diesem kleinen Fenster drin. Alles kein Problem. Ihr habt dann hier eben eine Anzeige, was ihr hier gerade so macht. Das heißt, eurem Publikum wird im Prinzip dargeboten, was ihr denn hier so macht. Ist natürlich die Frage, ob ihr das möchtet, dass man das sehen kann. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Und dann könnt ihr hier noch einstellen, welche Videoquelle ihr haben möchtet. Zum Beispiel hier solche Visuals. Aber ihr könnt auch ein Cover einfach nehmen von den Tracks oder eure Kamera. Eben alles, wie ihr möchtet. Und dann könnt ihr hier noch besondere Effekte einstellen. Zum Beispiel den Boom oder auch solche Geschichten wie Autoboom oder Negativ, könnt ihr auch alles eben kombinieren. Es wird dann auf jeden Fall schon ein bisschen wild, aber die Optionen bestehen auf jeden Fall. Ja, alternativ könnt ihr natürlich auch einfach Übergänge und Slideshows eben generieren aus euren Videoquellen. Also hier habt ihr auf jeden Fall auch noch einige Möglichkeiten, wie ihr das Ganze dann videotechnisch untermalt. Kommen wir dann jetzt noch zu den Einstellungen. Davon hat Virtual DJ wirklich einen ganzen Haufen. Da könnte man tagelang drüber referieren. Wir zeigen euch jetzt hier mal einen groben Überblick. Die ganz genauen kleinen Einstellungen, die müsst ihr dann für euch vornehmen. Ihr könnt hier mal ganz grob auswählen, zwischen welchen Varianten ihr eben die ganzen Verbindungen einstellen möchtet. Wir haben jetzt hier zum Beispiel zwei Soundkarten, einmal im Controller, einmal die Audio 10 hier. Außerdem hätten wir zum Beispiel hier noch ein externes Mischpult. Ihr könnt sagen, habt ihr ein Timecode-Signal eingespeist oder eben nur den Line-Eingang. Ihr könnt hier dann noch weitere Decks hinzufügen, könnt die einzelnen Kanälen zuweisen. Und so weiter. Also das ist ja sehr individuell, müsst ihr dann eben für eure Bedürfnisse genau gucken, was hier die richtige Einstellung ist. Dann eben auf Anwenden und dann läuft es auch schon. Wenn ihr hier Timecode habt,
dann wird euch das hier eben angezeigt, ob das alles soweit passt, ob es funktioniert, ob Signal ankommt. Könnt dann noch zwischen dem Modus auswählen, relativ, absolut und smart. Bei Relative ist es im Prinzip so, dass ihr den Turntable als Fernsteuerung, als Art Controller benutzt. Denn wenn ihr zum Beispiel die Nadel dann an eine andere Stelle an der Platte setzt, also von weiter außen nach weiter innen beispielsweise, dann stoppt das Lied nur kurz, wenn ihr die Nadel umsetzt. Aber das Lied geht trotzdem an derselben Stelle weiter, denn die Platte interessiert dann nur, ob sie sich dreht oder nicht, blöd gesagt. Und beim absoluten Modus ist es so, dass wenn ihr die Nadel auf der Platte versetzt, auf der Timecode-Vinyl, dass der Track dann auch im Programm intern eben an die Stelle springt, als wäre der Track sozusagen auf der Vinyl. Ja, dann gibt es noch Skins, vorhin schon angesprochen, es gibt unfassbar viele Skins für Virtual DJ, die könnt ihr eben dann alle so anpassen, wie ihr es möchtet, und das müsst ihr einfach für euch dann feststellen, was ihr da cool findet und was nicht. Die Funktionen sind im Prinzip dieselben, es ändert sich nur ein bisschen die Optik. Ihr könnt das Ganze hier bei Erweiterungen runterladen. Springen wir da mal kurz, denn hier könnt ihr eben Skins, Effekte, Samples, die Belegung eurer Pads, da könnt ihr euch noch andere Sachen zulegen und anderes. Also Virtual DJ ist da extrem offen und es gibt unfassbar viele Möglichkeiten und da könnt ihr euch dann wirklich austoben. Ja, wenn ihr hier Controller mappen wollt, also MIDI-Mapping vornehmen wollt, dann müsst ihr schon halber Programmierer sein. Also es gibt, glaube ich, wenig Programme, bei denen das so unübersichtlich dargestellt ist wie bei Virtual DJ. Ihr seht jetzt schon, ich habe zum Beispiel hier gerade den Crossfader bewegt, der taucht jetzt hier auf. Ich kann jetzt aus dieser ganzen Liste hier dann die Sachen auswählen und kann dann sagen, es geht hier im Prinzip grob um die Audio-Volumes und dann ganz genau, es geht eben um den Crossfader. Dann habt ihr das sozusagen zugewiesen. Das Ganze könnt ihr dann im Prinzip mit jeder Funktion hier machen. Jetzt ist zum Beispiel gerade Volume hier noch aufgetaucht. Und jetzt sind wir eben wieder hier bei Volume, Audio-Volumes. Und dann sind wir hier Level. Ja, also ihr seht schon, es ist extrem komplex. Hier gibt es unfassbar viele Funktionen. Liegt natürlich auch daran, dass der Controller sehr, sehr groß ist. Also ganz platt gesagt, ihr habt die Funktion, ihr bewegt sie, es taucht hier auf, was sich dahinter verbirgt. Und dann könnt ihr hier die Funktion auswählen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch sowas noch sagen wie Filter 50%. Also ihr könnt da sehr, sehr ins Detail gehen. Das würde jetzt den Rahmen hier komplett sprengen. Auf jeden Fall, ihr habt die Möglichkeit, MIDIs zu mappen. Aber wenn ihr zum Beispiel gerade die größte Version sozusagen von Virtual DJ habt, dann arbeitet es Plug and Play mit ganz vielen Controllern zusammen. Ja, Optionen gibt es hier auch noch einen ganzen Haufen. Automix könnt ihr genauer einstellen, den Sampler, den Controller, Skins und so weiter. Aber wie ihr hier schon seht, das sind nur die meistverwendeten Einstellungen. Es gibt hier wirklich unfassbar viele. Wenn wir das mal rauslöschen, seht ihr, diese ganzen Optionen gibt es noch. Würde auch wieder komplett den Rahmen sprengen, die alle durchzugehen. Aber ihr könnt hier eben sehr ins Detail gehen. Das ist genau auch das, was Virtual DJ ausmacht. Ihr könnt unfassbar viel einstellen, ihr könnt die Optik sehr verändern, ihr könnt hier ganz viel eben auf eure individuellen Bedürfnisse anpassen. Ja, dann Lizenzen eben. Ihr könnt euch hier welche kaufen, insofern ihr noch keine besitzt. Oder eben, wenn ihr eine besitzt, dann habt ihr hier eben eingetragen, was ihr denn genau besitzt. Und könnt eben hier noch euren Account anmelden. Dann bei den Erweiterungen waren wir gerade schon. Wenn ihr broadcasten möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel einen Podcast zu broadcasten. Ihr habt die Möglichkeit, euch dann im Radiosender zu verbinden. Da müsst ihr eben die passenden Einstellungen vornehmen für die Server-URL und so weiter. Das war ja dann auch das, dass ihr hier dann auch die Buttons drücken könnt, um loszulegen. Außerdem könnt ihr einfach dann Audio oder eben auch Video broadcasten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel mal Facebook schon voreingestellt. Ihr habt hier dann auch noch andere Möglichkeiten. Also da müsst ihr dann schon gar nicht mehr so viel machen, außer den aktuellen Stream Key, den ihr zum Beispiel von Facebook dann ausgegeben bekommt. Das funktioniert also sehr easy, ist hier schon eingebettet. Eine coole Sache. Dann könnt ihr auch natürlich das, was ihr alles hier so treibt, aufnehmen und könnt dann noch einstellen,
wo das alles landen soll, wie es heißen soll, haben wir vorhin auch schon mal kurz gesehen. Und dann könnt ihr auch noch die Virtual DJ Remote, also die App, hiermit verbinden, dass ihr das Programm sozusagen fernsteuern könnt. Kostet aber noch Geld, könnt ihr euch runterladen und ist dann natürlich auch noch eine nice Spielerei, insofern ihr vielleicht zum Beispiel auch gar keinen Controller habt oder vielleicht auch mit beiden arbeiten möchtet, weil ihr die Möglichkeiten, die euch so ein Display bietet, eben auch noch sehr schätzt. Ja, das ist eben die Einstellung, teilweise sehr schnell und einfach eingestellt, teilweise eben unfassbar viel. Das müsst ihr dann einfach mal für euch selber durchgehen. Ja, wir haben das Ganze jetzt mal Timecode-technisch für euch vorbereitet. Wir haben hier die Timecode-Platte von Native Instruments und legen die einfach mal auf. Dann gehen wir in die Einstellungen. Wir haben jetzt hier mal das externe Mischpult und die Traktor Audio 10 so konfiguriert, dass das Signal hier durchgeschleift wird. Und dann gehen wir mal auf Timecode und schauen, was passiert, wenn wir die Nadel hier aufsetzen. So, wunderbar. Also das Signal kommt an. Er hat hier auch schon erkannt, dass es die Traktor-Timecode-Vinyl ist. Ihr seht schon hier, was noch alles möglich ist. Also im Prinzip jeder Anbieter in der Richtung ist hier vertreten. Könnt ihr eben hier einstellen und perfekt. Ja, könnt ihr noch kalibrieren dann. Aber insofern das alles so aussieht, eben sollte ein schön möglichst klarer, durchgehender Kreis sein. Dann passt das alles soweit. Ihr könnt jetzt hier noch einstellen, wollt ihr smart, relativ, absolut. Was da dahinter steckt, hatten wir vorhin schon. Wir lassen es jetzt mal auf relativ, denn wie ihr hier sehen könnt, wenn ich die Platte jetzt anhalte, dann kann ich hier Faxen machen. Aber wenn ich sie versetze, der Track hält kurz an, weil die Nadel ja weg ist, und jetzt absetze, geht es an der Stelle weiter. Wenn wir jetzt im absoluten Modus wechseln, dann könnt ihr hier sehen, sind wir ja relativ am Anfang vom Track. Wenn ich jetzt anhebe, pausiert der Track wieder, klar, und jetzt setzen wir ab und zack, ihr seht schon durch den blauen Bereich hier, der Track ist sogar ganz ans Ende gesprungen. Das ist eben der große Unterschied beim relativen und absoluten Modus. So, jetzt sind wir sozusagen wieder zurück. Und außerdem habt ihr hier noch die Möglichkeit eben, ihr seht hier, wie gut das Signal ist und ihr könnt eben Timecode ein- und ausstellen. Ja, dadurch, dass wir jetzt eben hier diese Möglichkeit haben, können wir die Tracks so manipulieren. Wir können hier auch den Pitch eben verändern. Und können dann eben das alles so manipulieren. Das Timecode-Signal klingt übrigens dann so. Habt ihr das auch mal gehört? Also es arbeitet eben so, dass das Programm die Veränderung dieses durchgehenden Tones sozusagen analysiert. Im Prinzip seht ihr also eben, was Virtual DJ alles kann. Es ist ein sehr großes Programm, es ist wirklich extrem umfangreich. Ihr habt mehr als die nötigen Funktionen definitiv. Ihr habt sogar einige sehr coole Extra-Funktionen, die andere Programme nicht bieten, wie die Sandbox, die Integration von Deezer oder eben den anderen Online-Möglichkeiten hier. DJ-Pool sogar, ihr habt Karaoke, ihr habt die Videofunktion und so weiter und so fort. Also Virtual DJ ist unfassbar groß, unfassbar umfangreich. Deswegen auf jeden Fall einen Blick wert und eben weil auch die Testversion eben schon sehr umfangreich und kostenlos ist, sollte das jeder DJ mal ausprobieren. Ihr könnt hier eben die ersten Schritte machen, weswegen es ja leider auch so ein bisschen den Anfängerruf hat. Aber es kann sich auf jeden Fall mit anderen DJ-Programmen messen. Und deswegen checkt es einfach mal aus. Wir hoffen, du konntest aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu der Software hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.